Heute wieder Dieselbomber-Action hier. Willkommen zu einem neuen Video. Wo ist mein Stativ? Im letzten Video haben wir den Motor wieder reingehangen. Ich habe jetzt angefangen, schon alles zu verkabeln. Also alle Schläuche sind dran, außer natürlich der Kühler, der fehlt mir noch. Die Motorhalter sind fest, bis auf den hier vorne, wie gesagt, hier fehlt mir noch die Mutter. Außerdem habe ich, wie man sieht, schon mal einen Ladeluftkühler platziert. Und so ungefähr würde ich das gerne bauen. Also einen dicken Ladeluftkühler, der ist übrigens aus dem Golf 4 1.9er TDI. Der hat eine schöne Tiefe. Sieht zwar recht klein aus, das Ding, aber wie gesagt, die Tiefe macht es dann nachher. Und hier brauchen wir natürlich noch den Kühler. Dafür habe ich mir einen Alukühler bestellt. Den habe ich hier gerade schon mal ausgepackt. Ja, und der wird hier Platz nehmen. Irgendwie so hier. Und da sieht das doch optisch schon mal ganz cool aus. Ladeluftkühler, Wasserkühler. Ich werde jetzt mal den Schlossträger hier da ransetzen, um zu gucken, wie viel Platz ich hier habe. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht hier. So sieht das jetzt aus. Ja. Also wie gesagt, der Kühler kommt noch ein Stückchen weiter rüber. Und gerade natürlich. Hier muss ich mir noch einen passenden Schlauch besorgen. Das ist eine Reduzierung quasi. Den habe ich jetzt erstmal bloß so, um den Winkel zu ermitteln hier. Und so an sich ist hier noch echt Platz. Die Batterie muss natürlich noch hier rein. Die kommt quer rein. Das müsste eigentlich passen. So war die nämlich vorher auch. Und vom Ladeluftkühler her passt das eigentlich auch. Und hier brauchen wir dann eigentlich nur einen anderen Kühlerschlauch, damit wir hier rankommen. Und unten natürlich auch. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Lüfter. Der hat hier auch schön Platz. Also könnte echt was werden. So habe ich mir das vorgestellt. Ladeluftförderung wollte ich so lassen. Also die kommen noch ein bisschen gerade, damit die schön gerade steht. Und dann mit den übereinander liegenden Rohren hier finde ich das ganz cool, eigentlich von der Optik her. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist das ein Plan oder nicht? Also ich finde das optisch ganz cool und technisch muss ich das halt dann erstmal bewähren, ob der Wasserkühler reicht, aber ich denke schon, der hat auch eine schöne Tiefe und Ladeluftkühler reicht vollkommen aus, bin ich der Meinung. Genau, dann heißt es jetzt einen Halter bauen für den Kühler und für den Ladeluftkühler. Ach so, natürlich, bevor wir alles final festmachen, festschrauben, alles final einbauen, werde ich den Träger nochmal schön lackieren und hier den Innenraum, hier quasi hier vorne, wo die Batterie sitzt, alles was hier rostig ist, abschleifen und Rostschutz drauf, die Seite genauso, so dass alles hell wieder vor Rost geschützt ist und auch ein bisschen schicker wird. Ne? Wird natürlich kein Show and Shine Auto hier, aber ein bisschen machen wir das schon. Perfekt, Alter. Ich hol mal auf die Schnelle eine Schelle. So, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich wollte erst den Ladeluftkühler so reinsetzen. Hätte auch ganz gut gepasst von dem Loch her. Aber von dem hier, ich muss ja hier noch die Batterien her unterkriegen. Dann muss ich mit dem Schlauch hier so rum. Und irgendwie ist das alles nichts hier. Ich habe aber noch einen anderen Ladeluftkühler hier. Das ist dieser hier. Und der hat den Anschluss so ein bisschen versetzt nach innen. Also kommt der Ladeluftkühler mehr in den Schlossträger rein. Also er verschwindet hier so ein bisschen. So quasi. Ist optisch schöner und vom Platz her ist es einfach besser. Voll ausreichend. Natürlich hole ich mir einen neuen, weil der hier ist ja schon total versifft und nicht mehr wirklich schön. Ja, Thema Ladeluftkühler und Verrohrung und so ist natürlich alles ein Thema, wo man sich viel mit beschäftigen kann, wo man viel probieren muss, wie das am besten passt. Aber ich will wirklich die Rohre, will ich wirklich so lassen, weil das eigentlich einfach optisch, finde ich, am schönsten ist. Und dass dann wirklich hier der Kühler sitzt. Also ich denke,
Das könnte was werden. Ich muss mir jetzt halt einen Halter bauen, dann einen neuen bestellen, der wesentlich besser aussieht als der hier. Und dann bauen wir das Ding hier ein und dann sollte das hinkommen. So Leute, wir haben ein paar Tage später. Ich habe schon ein bisschen weitergemacht am Golf. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Es artet doch ein bisschen aus wieder. Ich habe das Ganze entrostet und jetzt schon wieder grundiert mit 2K-Lack. Also ich mache wirklich alles nochmal blank und farblich alles ein bisschen schicker. Und dass es einfach nur vor Rost geschützt ist. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das fertig ist hier. Bis gleich. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, das Auto, das wird ein Neuwagen. Guckt euch das mal an. Was so ein bisschen Farbe ausmacht, ey. Na klar, das ist keine professionelle Lackierung, das ist einfach nur entrostet, quasi mit Drahtbürste und Flex und so. Bisschen Grundierung drauf und Lack drüber. Aber das sieht so, so geil aus. So langsam mag ich den Golf immer mehr. Vom hoffnungslosen Fall zum für mich Traumgolf einfach nur. 1,9er TDI im Golf 2, geile Optik. Das wird was richtig Geiles. Macht immer mehr Spaß, ihn wirklich zu komplettieren, fertig zu bauen. Ich fange gleich an zu heulen. Mit der anderen Seite bin ich dann jetzt auch fertig. Auch wieder schön grün geworden, so wie sich das gehört. Träger habe schwarz gemacht mit Unterbodenschutz nochmal drüber. Und ich muss nochmal sagen, echt Hammer geworden. Also ich weiß, klar, es ist keine Profi-Lackierung, wie schon gesagt. Es ist nur drüber lackiert und ja, das Auto soll keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Es soll einfach nur ein bisschen schöner dastehen, durch den TÜV kommen, wieder auf die Straße kommen. Und dafür ist das echt, echt Hammer geworden, muss ich sagen. Ich lasse das Ganze jetzt über Nacht trocknen, dass ich dann morgen das ganze Auto, also nicht das ganze Auto, aber die Front wieder zusammenbauen kann. Also Schlossträger rein, Kühler rein, Ladeluftkühler rein, Batterie rein, Luftfilter rein, alles was dazugehört, alles verkabeln, so dass wir die Bude dann wirklich langsam zusammenkriegen hier. Und ich merke gerade, es fängt schon wieder an zu regnen. Glück gehabt, dass wir das geschafft haben. Nochmal ganz kurz zum Lack. Wir haben gesagt, wir machen ihn wieder olivgrün. Ich habe eine Farbe gefunden von Montana Cans hier, Gold, keine Ahnung, ist NATO und ist die Nummer 1170, für die, die es interessiert, die Farbe, die er jetzt wird. Es ist nicht genau die Farbe, die vorher drauf war, wie man sieht. Ich habe schon mal einen Kotflügel so ein bisschen angeduscht hier. Ja, da muss ich mir dann halt noch ein paar Dosen von bestellen, ein paar mehr. Und dann wird die ganze Bude dann ein bisschen dunkler als vorher. Aber ich finde die Farbe echt fett. Ob nur so oder so. Also ich finde das Dunkle sogar noch ein bisschen geiler, wenn ich ehrlich bin. Dann, wenn es dann soweit ist, dann lackieren wir den komplett nochmal. Also mit Dose. Das machen wir dann alles in der Garage. Und dazu machen wir nochmal ein schönes Video. Und genau, dann erstrahlt er im neuen NATO Oliv Ombergrün. Es wird, Leute. Dieselbomber nimmt wieder seine gewohnte Optik an. Und ja, Hammer. Hammer geil. Wie ihr seht, die eine Radlaufverbreiterung habe ich schon angebaut. Und auch nochmal schwarz gemacht. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Batterie einbauen. Ladeluftkühler brauche ich noch eine Lösung. Da habe ich jetzt immer noch nicht so richtig eine Lösung gefunden, wie ich das am besten alles verbaue. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Und ja, Antriebswellen brauchen wir noch. Dann muss die Downpipe ran, also mit Cut und die komplette Auspuffanlage. Und dann
Steuergerät rein. Soweit ist eigentlich alles angeschlossen. Und dann können wir ihn dann nachher das erste Mal starten. Ich bin gespannt, ob er anspringt, ob er läuft, wie er, ob er überhaupt schaltet, wie er schaltet. Allgemein, wie er fährt. Und Leute, ich mache jetzt Feierabend. Ich habe die Schnauze voll. Bin froh, wir haben einiges geschafft. Und genau, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bleibt dran. Wir sehen uns im nächsten Video. Und genau, also Leute, macht's gut, haut rein. Adieu.